Und dann zeigst du ihr mal bitte die Untersuchungsliga. Und da kannst du mit ihr auch gleich plaudern. So. So, Untersuchungsliga. Könntest du jetzt bitte mal deine Patienten mitnehmen? Danke. So. Und dann untersuchen wir dich mal. Machen schon wieder einen Abstrich. So, machen die Temperatur. So. Allgemeinzustand. Können wir auch noch schnell machen. Und dann joggen wir mal hier rüber. Und analysieren mal. Ich hoffe, ich schaff's noch. Das ist mal das, was am längsten Zeit frisst. Dann die Augen untersuchen. Da gucke ich mir mal ihre Augen an. So. Ich bin jetzt gerade ein bisschen ruhiger, ich weiß. Oh, bitte nur die zwei Sachen, die du machen sollst. So, die kann er nehmen. Und da guckt er sich die Augen an. Röntgen. Na, mal gucken, ob wir das noch schaffen. Wir machen mal ein bisschen länger. Ich habe wirklich das Gefühl, dass die Sachen hier unten nicht so wichtig sind. So, nach dem Röntgen kann er mal hier hinjoggen und das Bett machen. Und dann hier hinjoggen und den nächsten Patienten mitnehmen. Den kann er auch gleich mal untersuchen und den Abstrich machen. Aber den analysieren mache ich jetzt nicht mehr, das schaffe ich doch nicht. So, Patienten untersuchen. Den Körper untersuchen. Die mal mit ihren Abstrichen, also wirklich. Ja, der Arbeitstag endet gleich, ich weiß. Die zwei Sachen schaffen wir nur. So, dann machen wir noch die Ohren. Dann machen wir noch die Allgemeinzustand. Augen. Nee, du trinkst jetzt bitte nichts. Die Ohren untersuchen. Und die Temperatur. Also richtig gut waren wir diesmal auch nicht. Silbern. Nee, du trinkst jetzt keinen Kaffee. Du hast in 2 Sekunden Schluss. Hat nicht mehr gezählt. Wir konnten ihn noch übergeben, aber das war's dann. Ach ja, wie ärgerlich. So, da sind wir wieder zurück. Okay, du kümmerst dich jetzt erstmal um deine Energie. Ich wusste nicht, dass man hier einfach vorne raufklicken kann. Die Sims sich dann selber drum kümmern. Gehst jetzt natürlich erstmal schlafen. Und danach gehst du essen.
Und danach machst du sozial, mal gucken. Mit der Pflanze sprechen, okay. Können wir machen. Können wir machen, wie du möchtest. Kannst ja deinen eigenen Wünschen nachgehen. So. Es ist 21 Uhr. Hör mal auf, mit der Pflanze zu quatschen. Du kannst ja mal mit ihr plaudern und dann mit deinem Kollegen eine SMS schicken. Okay. Den Kindern schicken wir abends keine SMS mehr. Das würde ganz komisch ankommen. Spülen. Verwenden. Auch wenn ich nichts dagegen habe, wenn sie bei den Partys dabei sind. Wie geht's euch denn satt? Pflegen. Alles verkaufen. Mal gucken. So. Noch mein Nebenverdienst. Na, will hier irgendwer noch gegossen werden? So, er will erstmal schlafen, kann ich auch verstehen. Doch nicht? Verwenden, duschen und dann schlafen. Du stinkst so doll. Ja, verstehe. Wir müssen schon wieder arbeiten, oh mein Gott. Wir haben alle Patienten behandelt. Wenn wir jetzt eine gute Leistung bringen, werden wir befördert. Nächste Stufe wäre der Arzt. Das wäre doch mal cool. Also er ist gleich super ausgeschlafen. Er muss dann nur noch sozial ein bisschen verbessern. SMS. Ah ja, aber zwei SMS schicken. SMS. SMS. Mitten in der Nacht eine SMS geht. Mitten in der Nacht anrufen geht gar nicht. Ah, ich kann es ja noch einen Snack essen. Was nehmen wir da? Was nehmen wir da? Schnelle Mahlzeit. Joghurt. Ach, heute ist ein richtiges Regenpampewetter. Nicht besonders schön. Prima. Ihm geht's klasse, oder? Den Pflanzen geht's mittelmäßig. Alles ernten, alle jeden. Und danach muss er ja direkt wieder duschen. Und ausschalten. So, diesmal geht er nicht stinkend zur Arbeit. Kahn, du kannst noch einmal eine SMS verschicken, bevor es losgeht. Darauf kriegst du ja Antworten, das wird schon nicht so schlimm. Sit-ups machen, musst du nicht los? Krankenpfleger, ja, wir machen mit, ich freue mich schon drauf. So, wir sind zurück. Leider ist auch mein Kater wieder zurück. Ich hoffe, der tritt nicht gleich wieder auf irgendeine Taste rauf. Komm mal bitte hierher. Okay. Dann brauchen wir eine Ohruntersuchung. Das geht natürlich nicht. Denn dieser Patient ist schon wieder fertig. Ach Mann, ey. Und der hier? Ach, geht nicht. Was macht der denn? Patient behandeln. Ja, den kann man schon behandeln, deswegen. Kann man sonst noch irgendwas machen? Brauchst du noch Hilfe? Nö, natürlich nicht. Und du auch nicht, stimmt's? Nein. Kann man einen von euch röntgen? Nein. Nein. Das sind keine guten Patienten. Ich muss jemanden röntgen. Nö. Diese Patienten sind nicht erfolgversprechend. Kalibrieren. Ja.
Ihr könnt es ja nochmal probieren, ob das irgendwie funktioniert mit dem Kalibrieren. Denn wir können keinen unserer Patienten, die ja angeblich gesund sind, untersuchen. Die lassen das alles nicht mit sich machen. Nee, das geht auch nicht. Schön, nur Aufgaben, die wir nicht erledigen können. Ich brauche Patienten. Vielleicht muss ich hier mal die Betten machen, dass neue kommen, keine Ahnung. So. Kann ich dich hier irgendwie behandeln? Keine Ahnung. Ich versuche mal da irgendwas mit dem zu machen. Damit wir den mal loswerden. Vielleicht kommt dann jemand Neues. Ach, der ist tatsächlich schon behandlungsbedürftig. Okay. Der wurde jetzt geheilt. Sehr gut. Steht immer noch keiner. Was ist denn heute für ein Tag? Sind die alle schon gesund? Den können wir auch behandeln, den Patienten. Na, mach mal. Wenn wir hier nichts machen können, ist ja auch ein bisschen doof. Wieder ein Patient behandelt. Und bei ihr konnten wir ja auch nichts machen. Nö. Lustig vorstellen. Und dann kriegt sie von mir auch. Dann kriegt sie von mir auch ein Medikament. Wir haben bisher noch nichts gemacht. Das wird der furchtbarste Arbeitstag. Weit und breit. Na endlich, meine Güte. Kann doch nicht so schwer sein. Ab ins Bett. So. Komm, wir müssen. Dann mach. Wir haben nicht ewig Zeit. Eigentlich haben wir gar keine Zeit mehr. So. Wir sind schon viel zu spät dran. Abstich nehmen. Ohren untersuchen. Und dann müssen wir das alles wieder untersuchen. Ich mach das mal jetzt so. Also hier hin joggen. Und dann analysieren. Wenn ihr euch wundert über die sehr merkwürdige Steuerung, mein Kater liegt ja noch auf mir drauf. Na gut, der steht allein im Röntgengerät, dann ist es halt so. Ohruntersuchung. Nochmal. Röntgen. Der muss wirklich geröntgt werden. Kann ich denn von dem noch einen Abstrich nehmen? Die wollen ja immer Abstriche. Nö. Patienten übergeben, dann ist der schon mal weg. So, jetzt kalibrieren. Nein, wa? So, Patienten untersuchen, Patienten übergeben. Abstrich übergeben, erfolgreich kalibrieren. Ja, kann ich alles nicht. Angemessene Arbeit. Er sollte mehr Gas geben. Wurde Oberkrankenpfleger, verdient 14 mehr Stunden von 49.
Neue Kleider, eine Lampe, medizinische Laufbänder können nun zur Untersuchung und eingesetzt werden. Schicht beginnt um 9. Meine Güte, also wenn ich nochmal so einen schiefen Tag habe, ist er raus. Na komm, komm Katze. Ab, ab. So, ich will mir mal kurz was zu trinken holen. So, da bin ich wieder. Wir sind schon wieder zu Hause. Der Tausammler tropft. Wen ist entspannt? Bitte einmal zugucken. Warte mal. So. Ist doch ziemlich entspannt hier. Wenn er kindisch wäre, würde ich ihn jetzt hier mit den Puppen spielen lassen, aber das kann er leider nicht. Oh. Mal gucken. Meine Katze ist schon wieder da, die will sich gleich schon wieder aufdrängeln. Ich weiß nicht, habt ihr auch so eine Katze? So diese. Also wenn ich schon mal da bin, dann bin ich ja auch der Chef. Solche Katzen. So, wir können ja mal. Nee. Du kannst ja mal jäten und düngen. Warum nicht? Warum nicht? Düngen mit einer Rose. Rosen sind toller Dünger. Die wollen sich nicht düngen lassen. Die auch nicht. Die aber. Düngen mit Basilikum. Düngen. Chrysantheme. Düngen. Mit einer Weintraube. So, wie geht's denn? Die sind hungrig. Füttern und Benzin nehmen. Na, kann ich das Benzin hier vorne wieder reinmachen? So. Oh, da ist was verbesserungswürdig. Hat denn da gerade so geglänzt? Du? Nö. Du? Ja. Du? Nee. So, wo sind wir denn jetzt hier? Schokobären sind hübsch. Die Schokobären sind normal. Die sind normal. Warum sind die denn so schlecht? Also die hier sind nicht weiter veredelt. Das ist veredelt. Das auch. Die Sojapflanze. Die stört mich. Brombeeren verstehe ich ja noch, warum wir die haben sollten. Basilikum kommt mal hier mit rein. Ich guck mal, ob ich hübsche Schokobären habe. Nee, die sind alle normal. Okay. Irgendwas anderes, was Schönes. So, ups. Brombeeren sind hübsch. Die bringen ja fast gar nichts. Weintraube ist normal. Die kann ich ja zum Veredeln nochmal einpflanzen. Rose ist hübsch, die kann ich auch zum Veredeln nochmal einpflanzen. So. Sonst ist das hier vorne so kahl, das ist irgendwie nicht das richtige. Pflanzen. Kann ich die Weintraube hier in die eine Schokobeere nochmal reinmachen? Und die Rose dann einfach in die andere. Weil dass die eine richtig gut ist und die andere nicht, wundert mich jetzt gerade wirklich ein bisschen. Tolle Musik, ja, du magst die Musik. Düngen. Wir düngen wieder mit einer Rose. Und düngen wieder mit einer Rose. Ich habe mal gelernt, Ich habe mal gelesen, dass man nur so und so oft auch die Sachen tatsächlich düngen kann. Dass man dann lieber die bessere Qualität nochmal neu einpflanzt und dann nochmal von vorne anfängt mit Düngen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber das war irgendeine offizielle Seite. Also wenn ich den Zitronenbaum jetzt immer nur mit ganz schlechten Sachen düngen würde, dann würde der nicht wirklich besser werden. Sehr satt und nicht bereit. Ach genau, ich wollte hier nochmal gucken. Warte mal. Du kannst hier nochmal das Benzin hinzufügen. Und dann ist der wieder eine Weile an. Genau, wegen diesem Generator habe ich ja hier verschiedene Pflanzen noch hingesetzt. Ich kann da noch ein paar mehr hinsetzen.